Das Tiananmen-Massaker bleibt eines der schockierendsten Beispiele von Menschenrechtsverletzungen im 20. Jahrhundert. Aber mit dem Tod von einem der prominentesten Studentenführer von damals stellt sich die Frage, ob die andauernden Unterdrückungen innerhalb Chinas diese Geschichte wirklich aus dem Gedächtnis der Menschen löschen können. Fang Liqi, ein wichtiger Führer der Studentenproteste von 1986 und 1989, starb letzten Freitag am 6. April in seinem Haus in Arizona. Er war 76 Jahre alt. Zuletzt war Fang als Professor für Astrophysik an der Universität Arizonas tätig. Davor war er in China Vizekanzler der chinesischen Universität der Wissenschaften und Technik. Das änderte sich, als er zu einem Führer der Studentendemonstrationen von 1986 wurde. Er wurde von der chinesischen kommunistischen Partei ausgeschlossen und öffentlich denunziert. Mit dem Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens 1989 wurde Fang Liqi gezwungen, aus China zu fliehen. Obwohl er einer der Initiatoren der Studentenbewegung in China war, erinnern sich dort nur wenige an seinen Namen. Erst in den letzten Tagen haben die Leute über seinen Tod gesprochen und über seine Flucht aus China in die USA 1990. Davon abgesehen haben wir kein Wissen über ihn. Festlandchinesen wissen sogar noch weniger, da es dort keinen freien Zugang zum Internet gibt. Fang Liqi veröffentlichte viele Bücher über Astrophysik und Kosmologie. Er war ein international renommierter Astrophysiker. Bis zum heutigen Tag sieht das chinesische Regime sein eigenes Fehlverhalten nicht ein. Internetsuchen nach Fang Liqi und das Tiananmen-Massaker bleiben in China ohne Ergebnis. Verschlüsselt wird stattdessen vom Vorfall am 4. Juni gesprochen. Die KPC unterscheidet sich von anderen autoritären Regimen, weil sie das Volk nicht nur unterdrückt, sie manipuliert auch dessen Gedächtnis. Mit Massenmedien als ideologischem Instrument kann sie historische Zahlen und Ereignisse aus dem Gedächtnis der Menschen löschen. Und so ist auch nach mehr als zwei Jahrzehnten das Vermächtnis des Tiananmen-Massakers dem chinesischen Volk noch immer nicht offenbart. Weder ist es Thema im Geschichtsunterricht, noch lässt sich etwas darüber im Internet nachlesen. Da stellt sich doch die Frage, wenn mit dem Tiananmen-Massaker so verfahren wird, von dem wir hier im Westen wissen und unser Wissen mit Fakten und Beweisen untermauern können, wenn die Unterdrückung von Informationen und Wissensträgern zum Vergessen von Unrecht und Machtmissbrauch gezielt eingesetzt wird, was wird der Westen alles sehen, wenn in Zukunft das kommunistische Regime Chinas gefallen ist?